Frankreich rüstet auf. Mit großer Klappe fordert ein Löwe seinen Platz in der Mittelklasse. Mit seinem Mega-Lufteinlass grinst der Peugeot 407 gefräßig in die Landschaft. Dabei ist der Franzose eigentlich ein harmloser, braver Geselle, der mit neuartigem Design gegen Dreier BMW und Konsorten im Kampf um Marktanteile antritt. Neben dem Design protzt der 407 mit umfangreicher Serienausstattung. Unter anderem mit neuen Airbags, ESP, Notbremsassistent, Klimaautomatik, Bordcomputer, elektrischen Fensterhebern, Sonnenrollos, kurz alles, was das Autofahrerherz begehrt. Vier Benzin- und zwei Dieselaggregate von 109 bis 211 PS stehen zur Wahl. Prägendes Element natürlich die lange Schnauze mit dem Löwenmaul, das stark an einen italienischen GT namens Scaglietti erinnert. Aber entgegen anderslautenden Gerüchten, das Design entstammt komplett aus der Feder des Centre Style von Peugeot. Bis zur B-Säule wirkt der Auftritt flüssig und stimmig. Aber dann ging, so scheint es, den Designern ein wenig die Luft aus. Denn so eigenständig die Front, so unspektakulär wirkt das Heck. Schade. Der Öffner für den Kofferraum befindet sich Peugeot-typisch versteckt in der Null der Modellbezeichnung. Nomen est omen, exakt 407 Liter fasst das Gepäckabteil. Der Innenraum empfängt uns wohnlich, übersichtliche Armaturen, sportlich weiß unterlegt und ein ansprechender Materialmix sorgen für gehobenes Ambiente. Nur die Knöpfchenarmee erschlägt einen förmlich. Der 2,2 Liter Benziner und der 2 Liter Diesel kommen serienmäßig mit 6 Gängen vom Band. Die Sitze schaffen den Spagat zwischen wohnlich bequem und sportlich straff. Allerdings könnte es hinten etwas geräumiger zugehen. Unter der Haube ein 2,2 Liter Vierzylinder mit 158 PS. Er beschleunigt den Löwen in 10,1 Sekunden auf 100 und verbraucht erträgliche 9 Liter im Schnitt. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. So kann man den Charakter des Fahrwerks treffend beschreiben. Bei langsamer Fahrt typisch französisch komfortabel mit starker Seitenneigung. Aber es kann auch anders. Fordert man den Löwen, zeigt das Fahrwerk seinen sportlichen Charakter und offenbart eine für Fronttriebler untypische Tendenz zum Übersteuern. Fahrspaß garantiert. Und das, obwohl das ESP über 50 km/h nicht abschaltbar ist. Die direkte Lenkung trägt zusammen mit der präzisen Schaltung auch ihren Teil zur Freude am Fahren bei. 24.700 Euro sind für den 407 mit 2,2 Liter Motor mindestens fällig. Dank der üppigen Ausstattung ein durchaus vernünftiger Preis. Für sportlich orientierte Fahrer jedenfalls dürfte diese Leistungsvariante die beste Wahl sein. Denn die Top-Motorisierung mit 211 V6 PS gibt es nur mit Automatikschaltung und die drückt das Temperament. Dennoch, ein interessanter Herausforderer also für Audi, BMW und Co. Frankreich attackiert.